Das Stadtwappen von Greifswald weckt die Erinnerung an eine typische Stadt im Pommernland, an alte Backsteinbauten und eine traditionsreiche Universität. Heute gleicht die ehrwürdige Alma Mater einer sozialistischen Parteihochschule. Als die Studenten im Jahre 1952 für ihre Freiheit auf die Barrikaden stiegen, endete der Aufstand hinter Zuchthausmauern. Aber noch immer lebt die Vergangenheit in den Straßen. Und mittelalterliche Giebelhäuser erzählen vom Glanz früherer Zeiten. Im Jahre 1278 trat Greifswald in den Bund der Hansestädte ein. Der Handel auf dem Meer brachte der Stadt Reichtum und Größe. Als Mitte des 15. Jahrhunderts die Universität gegründet wurde, stand Greifswald auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die folgenden Jahre brachten Krieg, Hunger und Elend. Wallenstein verlor die Stadt an den schwedischen König Gustav Adolf II. 170 Jahre lang herrschten die Schweden über Greifswald. Im Nordischen Krieg brachen dänische Soldaten mit Feuer und Schwefel in die Straßen ein. Auch das Rathaus, das noch vom alten Hanseatengeist kündete, fiel damals den Flammen zum Opfer. Kaum wiederhergestellt, sank es im Jahre 1736 zum zweiten Mal in Schutt und Asche. Ursprünglich war das Greifswalder Rathaus ein Kopphus, eine große Kaufhalle, in der die Händler im Mittelalter ihre Ware feilboten. Wie in vergangenen Tagen, so säumen auch heute noch die Häuser der reichen Kaufmannsfamilien den Marktplatz. Das Treiben vor dem Rathaus erinnert an die Zeit, als der kleine Marktflecken Grippeswald eine blühende Handelsstadt wurde. Um der traditionellen Kulisse einen sozialistischen Anstrich zu geben, erhielt der Markt von den Zonenmachthabern den Namen Platz der Freundschaft. Wahrzeichen von Greifswald ist der Turm der Nikolaikirche. Durch die schmale Lappstraße, wo im Mittelalter die Schuhflicker zu Hause waren, gelangt man zu dem mächtigen Kirchenschiff von St. Nikolai. 7 Jahrhunderte hat der Backsteinbau überdauert. Mit Recht zählt er zu den schönsten Gotteshäusern an der Küste der Ostsee. Hinter dem Kirchenportal erinnert eine Gedenktafel an den Greifswalder Bürgermeister Heinrich Rubenow, den Gründer der Universität. Neben der schlanken Nikolaikirche steht der älteste Bau der Stadt, die Marienkirche. Dicke Marie, so nennen die Greifswalder das altersgraue Gotteshaus. In der Theologie war die Greifswalder Schule einst in ganz Deutschland ein Begriff. Unter der atheistischen Kulturpolitik der SED-Regierung droht ihr Ruhm zu verblassen. Am Rande der Stadt erhebt sich der Fangelturm, ein Rest der Befestigungsanlagen. Bis in das 18. Jahrhundert hinein schützte eine 8 Meter hohe Mauer die Stadt vor dem Feinde. Ein 5 Kilometer langes Flüsschen verbindet Greifswald mit seinem Seehafen in Wiek. Eine hölzerne Zugbrücke führt von dem Fischerdorf Wiek hinüber nach Eldena, einem Vorort der Stadt. Sie ist ein Requisit aus vergangenen Tagen. Die Fischer von Wiek haben im Zuge der Kollektivierung ihre Selbstständigkeit verloren. Unter dem Druck sogenannter Fischereigerätestationen mussten sie sich zu einer Produktionsgenossenschaft werktätiger Fischer zusammenschließen. Seit April 1960 gibt es an der Küste der Ostsee keinen freien Fischer mehr. Greifswald, die alte Universitätsstadt in der schwermütig schönen Landschaft Vorpommerns, lebt in unserer Erinnerung weiter. Die Stadt
in der einst der Dichter Ernst Moritz Arndt für die Freiheit des deutschen Vaterlandes kämpfte, liegt heute hinter Stacheldraht.